Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir hatten ja letztes Jahr schon Outtakes und in diesem Jahr haben wir schon wieder Outtakes. Wir werden auch wahrscheinlich nächstes Jahr Outtakes haben, aber die von diesem Jahr, die haben wir jetzt schon. Und guckt sie euch an und frohe Weihnachten. Also, bist du ready for takeoff? Beobachten im Juli die erste. Ding, 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 ding. Hier laufen wir schon. Das ist kein Outtake, ich gehe aus dem Bild raus. Im Prinzip die Gegenstände hier in dem, Entschuldigung, ein bisschen verwirrt gerade. Was soll ich sagen? Warte mal, ich habe gerade abgewischt, wie du schon losgelegt hast. Jetzt. Ach so, jetzt nochmal. Hier auf der Sternwarte Sonnenberg gibt's Sonneberg. Ja, genau. Nochmal, langsam. Genau, ja, das vergesse ich immer. Hier auf der Sonne, oh mein Gott, gibt nämlich tolle Sachen zu sehen, Mars und der Mond. Das muss ich nochmal machen. Der hieß übrigens Alfred Nobel, nicht Dynamit. Das ist kein Outtake. Ja, wenn man keine Witze behalten kann, soll man auch keine erzählen. Ne? Ansonsten wichtige wissenschaftliche Entdeckungen ist FG Sagittare. Sagi, jetzt habe ich schon wieder. Sagi. Markus Kissler-Partig. Dr. Dirk Gruppe hielt diesen Vortrag. FG Sagittare. Sagittari. Ja, das Ding habe ich nicht in der Hand gehabt, oder? Sagittari. Sagittarius heißt es ja auch. Im Hintergrund da noch die Ankündigung machen. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Dann gehen wir zum Interview. Herzlich willkommen beim... Nein, ich kann das nicht sagen. Das die Ballonanalogie. Jetzt muss ich doch noch mal zum Ballon greifen. Scheiße. Entschuldigung. Zeichenfaden verloren. Jetzt müsste schneiden. Also, habe ich, glaube ich, falsch gestanden. Guten Abend. Wir waren damals dabei und wir könnten euch Dinge erzählen, aber das würde euch nur verunsichern. Wer hat das gesagt? Weiterhin. Kannst du vielleicht auf Pause gehen, weil ich brauche immer ein bisschen länger, um dann was rauszusuchen? Herzlich willkommen. Ehrlich, wir sollten mehr solche Videos machen. Die ist mir cool. Okay, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Christian Schön sagt, es müllert wieder, ganz genau. ROW, Auri, Wahnsinn, das wird eine tolle Anmoderation. Soll ich anfangen? Nee, ich anfangen. Eieiei, das werden Outtakes für Weihnachten, du. Arcania. Ascania. 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 Irgendwas Kreis. Vertikalkreis. Ja. Von Deck. Nochmal, scheiße. Dekta. Der heißt gar nicht Dekta, der heißt Dr. Dirk Gruppe. Nochmal, Gruppe. Ja. Entschuldigung. Ja, Herr Gruppe, Entschuldigung, bitte. Genau. Muss ich. Schwierig. Ascania-Vertikalkreis. Ascania-Vertikalkreis. Hierhin oder dahin? Hierhin eigentlich, ne? Wenn Sie, solange Sie zwei Teile haben, also wie soll ich das hier symbolisieren? Ich mal die Orange jetzt hier mal oben irgendwie. Kann das gehen? Kann ich die anmalen? Das sehen Sie nicht. Was genau, das erfahrt ihr jetzt. Ding, 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 ding. Dann kriegen Sie eine Lösung, da ist alles in Ordnung, das ist die symmetrische. Klar, das können Sie wieder tauschen mit dem. Ist so. Bei den Freunden des Planetariums und der Mitarbeit und nochmal, oh scheiße, nochmal. Förderkreis Planetarium. Und jetzt muss ich einen Schluck trinken, sonst wird's nichts. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Göttingen den Vortrag Miniatursatelliten vom Spielzeug zum Technologieträger. Das wird mal ein Granatending, ja genau. Herzlich willkommen. Laufen wir noch? Da gibt es den Förderkreis des Planetariums. Okay. Gut. Dann kommen wir zum dritten. Gut. Mein Freund war, den hat der
Peter Groß, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, damals erzählt, auf der irgendeiner Max-Planck-Jahrestagung als Eröffnung treffen sich zwei Planeten. Kennst du wahrscheinlich? Sagt eins so, wie geht's dir? Sagt, oh, ich habe Homo sapiens, sagt er. Macht nichts, das geht vorbei. Das geht vorbei, genau. Ja, ja, ja. Weißt du, kennst du die Geschichte mit dem Radio? Wo es gibt doch die ARD-Klassiknacht im Radio. Und da sollte die, haben sie die Moderatorin bequatscht. Komm, sag doch Scheißkowski. Sag doch Scheißkowski, sag nicht Tschaikowski, sag Scheißkowski. Ist doch nachts um drei, es hören doch nur so und so viel zu. Ne? Und haben sie die bekniet. Ne? Und sagt, das kann ich doch nicht bringen und so. Da hat sie sich voll konzentriert. Und da sagt sie, so, und jetzt hören Sie gleich von Tschaikowski die Nusskacker-Suite. Sag ich, ja, dann machen wir Terraforming. Und von einem Begriff wie Terraforming, was man in einigen Science-Fiction liest, da halte ich überhaupt nichts von. Möchten Sie von uns entdeckt werden? Möchten Sie von uns? Wer gibt mir denn da Antwort? Gut, dann könnten wir jetzt schon zum zweiten kommen. Ich muss spicken. Sorry, ich hätte klatschen müssen, gell? Möchten Sie von uns entdeckt? Ist alles gut? Was mache ich? Mache ich irgendwas falsch? Jetzt bräuchte ich nochmal den Ballon. Tja, da ist er. Oh, jetzt kommt das dritte Mikro. Irgendwann kommt noch so eine Wumme hier oben runter. Wahnsinn. Fand ich herrlich. Mein Lieblingswitz ist ja, dass ein Rabbiner und ein katholischer Priester zusammen baden gehen. Ziehen sich nackig aus, ab ins Wasser und schwimmen los. Kommen zurück, Klamotten. Natürlich weg, klar. Aus der Ferne sieht man, da kommt eine Gruppe von Menschen und die beiden stehen nun da, wie Gott sie erschaffen hat. Der katholische Priester so, der Rabbiner so. Die Leute gehen vorbei, der Priester fragt den Rabbi, was war denn das? Naja, mich erkennt meine Gemeinde am Gesicht. Klammer auf, Fusionsforschung, Klammer zu. Das brauche ich nicht. Das mache ich immer gerne. Ganz kurz noch. Um Gott. Hoffentlich kriege ich ihn noch zusammen. Mann kommt früher von Geschäftsreise zurück. Frau war mit Liebhaber zusammen. Nee, wie ging, der ging anders. Jetzt muss ich nur mal gucken. Nee, das war ganz anders. Es kommt einer beim Petrus an. Und der ist nämlich kompliziert. Die Ich muss nur den Björn angucken. Der kriegt immer die Krise, dass ich so viel rede. Aber ich habe auch viel Zeit bekommen von dem netten Gastgeber. Also freue mich, dass wir ein bisschen Zeit noch haben miteinander. Und die wurde von Peter, jetzt ist der Name weg, da muss ich nochmal nachschlagen. Peter sowieso, wurde das eben veröffentlicht. Und genau, müssen wir nochmal gucken. So. Eben, genau, diese Sache mit dem Kanal. Ich bin kein Kanalarbeiter, noch nicht. Ne? Ich sage dann immer gerne, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Erstmal macht eine Schwalbe noch keinen Sommer. Und jetzt bräuchte ich auf jeden Fall eine Orange und keine Haut, keine Fäuste. Jetzt muss ich klatschen, sorry. Und ich muss noch mal kurz gucken. Das hörst du alles, ne? Nebenan. Das Objekt, Entschuldigung, geht wieder gut los. Wir werden immer lauter, genau. Und jetzt kommt der zweite Teil von Raimund. Nochmal? Ach, genau, Entschuldigung. Die hauen da richtig rein, die zwei, ja. Wenn die mal zugange sind, dann sind die nicht zu bremsen. Und dann nur die baryonische Materie eine neue kleine Zwerggalaxie gebildet hat. Pause. Dr. Dirk Gruppe von der Moorhead University hat für den Förderkreis. Das soll ich gar nicht sagen. Herzlich willkommen. Ja, ich weiß. Fange immer ganz anders an. Ja. Okay, nochmal. Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. In dem Astronomiemuseum, das ist gar nicht gut. Dann sagen die Leute wieder, die es zum ersten Mal sehen, was macht denn der Anmoderation mit der Orange? Hatten wir auch schon so einen Kommentar. Soll ich mich hier ein bisschen breiter machen? Légèrement? Treffen sich zwei Kerzen, sagt der eine. Kennst du Wasser? Ja, kannst von ausgehen. Gut, das ist die unter Max-Planck-Präsidenten-Ebene. Ein Karl Lauer nach dem anderen, ja. Es war ein Sonneberg.
aus zwei Brücken. Und heute ist da. Ach, warte mal, da kommt mir noch ein guter Einfall. Lass dich überraschen. Meier. Materialphysikalische Experimente. Das war. Mhm. So, jetzt kommt dieses. Ja. Die Limpenbimpen. Hunderttausend Abonnenten. Freue mich total. Ich würde jetzt nicht irgendwie vorschlagen, dass wir Liegestützen machen für jeden Abonnenten. Wenn wir das jetzt nachholen müssten, kann eine Weile dauern. Und vor allem mit den Theoretikerarmen wird es dann auch schwierig. Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Das sind Sachen, die können passieren bei Ansagen. Jetzt machen wir noch mal ordentlich. Der Björn hat gesagt, ich soll noch frohe Weihnachten sagen. Frohe Weihnachten. Fernbedienung. Ich habe mal die Profi-Fernbedienung.